darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz vor unserem Spiel am Samstag bei Erzgebirge Aue begrüßen. Ich darf unseren sportlichen Leiter Ruben Schröder und unseren Trainer Frank Kramer am Podium begrüßen. Vorab vielleicht noch eine kleine Info auf eine Veranstaltung in der kommenden Woche am 5. November 19:03 im Jüdischen Museum. In unserer Jubiläumsreihe wird dann Werner Skrentny über Julius Hirsch berichten. Vielleicht auch für Sie noch für Relevanz, falls da etwaige Geschichten im Vorfeld oder Ankündigungen zu machen wären. Die Karten sind schon relativ vergeben. Von daher, wer Interesse an dieser Reihe hat oder an dieser Vorlesung, dann der sollte sich schnell mit Karten eindecken, da die Kapazitäten doch begrenzt sind. Uns werden rund 800 Fans am Samstag nach Aue begleiten. Und das wäre dann auch die Überleitung zu dir, Ruben. Ja. Ja, zum letzten Spiel wollte ich eigentlich nicht mehr ganz so viel sagen. Trotzdem eine Sache noch, es wurde ja so ein bisschen auch letzte Zeit über Laufleistung halt auch gesprochen und der Gästetrainer war, ja, klar, überzeugt. 120 Kilometer gelaufen, das stand für Wille, für Kampfkraft, für Geschlossenheit. Ja, ich denke, es ist richtig, dass wir 124 Kilometer in dem Spiel gelaufen sind, muss man bei so einem Spiel definitiv dann auch nicht erwähnen, aber trotzdem auch dafür, dass es nicht immer ja, irgendwo ein Punkt ist, wo man was mit begründen kann. Die Mannschaft zeigt dadurch natürlich auch, dass sie will und auch in diesem Spiel wollte. Und manchmal sieht man es in dem Sinne auch nicht so. Das kennt man aus der eigenen Erfahrung, wo man selbst gespielt hat. Also wie gesagt nochmal, die Jungs haben da in dem Sinne alles abgerufen, sonst wären sie nicht 4 Kilometer mehr gelaufen. Und auch dazu nochmal im Gesamtdurchschnitt jetzt in der zweiten Liga mit 121,56, um das mal abzuschließen statistisch, sind wir die beste Mannschaft der Liga, was die Laufleistung betrifft. Trotzdem ist das, was wir gesagt haben, auch unter der Woche, dass es auf dem Platz entscheidend ist. Du kannst viel laufen, trotzdem sind gewisse Attribute gefragt und die sind auch wichtig fürs Wochenende. Denn wir wissen alle, wer in Aue mal selbst gespielt hat, was da abgeht, was da passiert. Aue ist eine Mannschaft, die, kann man nur ein Kompliment machen, auch den Verantwortlichen, sie sich seit Jahren in der zweiten Liga bewegen, die ja seit Jahren durch Geschlossenheit, durch Teamwork, gerade was die Heimspiele angeht, bewiesen haben, dass die Zweitliga ja zu Recht dazugehören, dass sie alles abrufen und das wird für uns genauso gelten, dass wir die Attribute da in die Waagschale werfen und dass wir natürlich auch unsere spielerischen Komponenten und auch das Potenzial ausschöpfen und dann haben wir definitiv die Chance, da was zu holen und genau, das sind, glaube ich, die Sachen, die wichtig für uns sind. Danke. Danke, Ruben. Frank, gehen wir gleich zu dir rüber. Ja, ist ganz viel schon angesprochen worden jetzt. Es geht darum in Aue, dass wir da von Anfang an ein anderes Gesicht zeigen, dass wir eben diese Bereitschaft, diese Laufbereitschaft auch effizient einsetzen und so rüberbringen, dass es gewinnbringend ist. Und dieses aufeinander abzustimmen, ja, das machen wir täglich im Training. Da versuchen wir weiterzukommen eben an dieser Effizienz, was natürlich immer auch so ein bisschen auch hin und wieder mal mit einer Erfahrung zu tun hat. Es gibt Leute, die viel rumstehen und trotzdem die Spiele entscheiden. Ja, und es gibt Leute, die viel laufen und wahrscheinlich in ihrer ganzen Karriere nicht so wahnsinnig viele Spiele entscheiden. Also es geht darum, das effizient einzusetzen, sich da permanent durchzusetzen damit. Ja, das heißt, dass wir eben in Aue diesen Kampf von Anfang an annehmen müssen und versuchen müssen, uns permanent durchzusetzen mit den spielerischen Mitteln, die man dann trotzdem noch hat. Also wir werden jetzt nicht anfangen, dann völlig von unserer Linie abzuweichen, sondern wir müssen diese Linie konsequenter durchspielen. Das ist es, was wir mit der Mannschaft zusammen zu erarbeiten haben und was die Mannschaft auch als Anspruch an sich selbst hat, natürlich. Ja, das muss uns ein Stück weit auch ärgerlich machen, dass wir das im letzten Spiel nicht so hinbekommen haben und das muss man in eine Energie umsetzen, sodass es jetzt in Aue am Samstag erkennbar ist und sagt, okay, ja, jetzt wollen wir aber in die Spur und das heute. Ja, das ist das, was da gefragt ist. Vom Personellen sieht es so aus, dass natürlich die Langzeitverletzten noch nicht zur Verfügung stehen, der Michael Hefele nach wie vor noch nicht wirklich trainieren kann, jetzt aber wieder im Lauftraining ist, der Dominik Drexler ist im Lauftraining, hat sich ja, mit muskulären Problemen da im Spiel gegen Buchbach jetzt so ein bisschen rumgeschlagen. Es entspannt sich allmählich, aber ja, wird wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig sein, wenn ich mir gestern den Lauf anschaue. Und ansonsten haben wir auf 2, 3 haben wir ein bisschen Rücksicht nehmen müssen, was die muskuläre Situation betrifft. Ja, den Mergi Mafra
hat gestern ein bisschen kürzer treten müssen, der Scholt Kortschmar und der Daniel Bosinski. Ganz typische Geschichten, wenn man das natürlich, der Tim Sparf, ja, wenn man das anschaut, das sind genau die Namen, bis auf den Daniel, die wir am Anfang der Saison schon gesagt haben, wo wir immer wieder ein bisschen auch Rücksicht auf die körperliche Verfassung nehmen müssen, weil sie einfach kaum Pause oder gar keine Pause hatten. Und jetzt ist so die Zeit, wo man dann auch mal einen Tag ein kleines bisschen Rücksicht nehmen muss und regenerieren muss. Ja, gehen wir aber davon aus, dass alle mit am Start sind und wir dann eben mit dem entsprechenden Engagement auch in Aue dagegenhalten werden. Ja, vielen Dank für eure einleitenden Worte. Jetzt die Frage, Daniel. Herr Kramer, jetzt 3 Niederlagen in Folge. Letzte Woche war noch so zu hören, ja, es ist keine Krise. Wie ernst sehen Sie die Lage denn jetzt momentan als Trainer? Sie sind ja am nächsten bei den Spielern dran. Ja, es ist immer besser, früher als später in die Spur zu kommen. Ja, und da muss man die nächste Möglichkeit, die muss man da beim Schopf packen und das ist in Aue. Dass das nicht einfach wird, das ist jetzt auch von verschiedenen Seiten schon angeklungen, was uns da erwartet. Und ja, da muss man ganz, ganz konzentriert und zielstrebig vorgehen, um dann eben dieses Spiel gewinnen zu können. Wo hapert es denn aus Ihrer Sicht genau? Ist es die Unerfahrenheit, ist es der junge Spieler noch, ist es eher ja, eine gewisse Verunsicherung, die jetzt eingesetzt hat? Weil am Anfang der Saison lief es ja erstmal ganz gut. Und jetzt nach 3 Spielen oder nach 2 plötzlich dieser Abbruch, wie erklären Sie sich das? Ja, ich glaube, das ist von jedem ein bisschen was. Das ist klar, der eine oder andere fängt dann an zu überlegen, ja, zu überlegen während dem Laufen. Sieht man ja an der Laufleistung. Ja, aber der eine oder andere fängt das Überlegen an, fängt natürlich das Grübeln an, was ist der richtige Weg, ja, wie habe ich das auszufüllen, die Position, die Aufgabe. Ja, dann der eine oder andere hat einfach solche Situationen nicht so oft gehabt, auch normal. Ja, aber ja, da gilt es jetzt einfach nicht, das zu pauschalisieren, sondern da gilt es jetzt, die Ärmel hochzukrempeln und sich da rauszuarbeiten. Alles andere macht da keinen Sinn. Und da ist es auch vollkommen wurscht, ob jemand jung oder alt ist, weil die Arbeit ist die gleiche. Wie sehr sehen Sie denn jetzt so junge Spieler wie zum Beispiel Niklas Füllkrug, der ja als Hoffnungsträger hierher gekommen ist, in der Pflicht, der ja schon noch ein bisschen hinter seinen Leistungen herhinkt? Ich sehe da alle in der Pflicht und da gehört der Niklas genauso dazu wie alle anderen. Da ist jeder Einzelne ist da gefragt. Und jeder Einzelne kann da Akzente setzen und jeder Einzelne kann da für einen Impuls sorgen und auch für den entsprechenden Punch sorgen. Und da ist der Niklas genauso gefragt, wie das der Mudri ist, der Illi ist oder alle anderen im Kader. Wollen wir jetzt nicht einzeln durchgehen, oder? Martin Schano. Sie haben vergangenen Freitag 3 neue in die Startelf gebracht, nach zuletzt 3-mal die Startelf nicht verändert zu haben. Wie waren Sie denn speziell mit den neuen zufrieden? Also Zillner, Gieselmann und Elfmer. Plädel, danke. Ja, wir waren insgesamt mit der Mannschaft nicht zufrieden. Ja, ist aber kein spezielles Problem der 3 Jungs gewesen, die dann neu jetzt in die Mannschaft gekommen sind. Es war ein gesamtmannschaftliches Problem. Und da können wir ja von den 3 dann nicht erwarten, dass die dann die einzigen sind, die da drinnen glänzen. Es hat niemand geglänzt. Ja, wir haben das nicht gut hinbekommen. Ja, und da sind die 3 genauso mit eingeschlossen wie alle anderen auch. Dieter Bracke. Hängt das vom Ergebnis in Aue ab, ob dir die Länderspielpause gefällt oder nicht gefällt? Nee, Länderspielpausen gefallen mir nie. Außer, dass es natürlich tolle Spiele gibt mit unserer Nationalmannschaft. Aber was meine Mannschaft betrifft, ist es immer so eine Sache, dass man natürlich lieber mit seinen Jungs arbeiten möchte und sie zusammen haben möchte. Ja, das hat mit dem Ergebnis in Aue eigentlich relativ wenig zu tun. Natürlich ist es angenehmer, weil man mit einer besseren Grundstimmung reingeht. Aber die Arbeit, die wir da machen, die machen wir jetzt nicht von dem Ergebnis gegen Aue abhängig, sondern die machen wir davon abhängig, was wir zu tun haben. Und da ist das Ergebnis natürlich nur ein Parameter. Was mich noch interessieren wird nach diesen Niederlagen, oder ja, was gibt man denn als Trainer in so einer Situation, gerade an so junge Spieler, für Tipps? Was haben Sie denn unter der Woche angesprochen? Was hat Ihnen am wenigsten gefallen? Ja, das ist die Konzentration auf die Aufgabe, die jeder zu erfüllen hat.
Und dadurch hilft jeder der Mannschaft ganz enorm, weil wenn einer in seiner Position seine Aufgaben zu 100% erfüllt, dann dient er der Mannschaft und kann sicherlich dann drüber raus, wenn er es auch merkt, ich habe da Sicherheit, dann immer wieder einem anderen auch helfen. Ja, und das ist das, was wir einfach jetzt wieder annehmen müssen, dass wir uns auch in den Zweikämpfen, dass wir da versucht sein müssen, uns durchzusetzen, sich nicht nur zu bestreiten, sondern sie auch zu gewinnen. Ja, und da haben wir einen Hebel angesetzt und auch einfach diese mannschaftliche Geschlossenheit, was zum Beispiel durch Abstände gegeben ist, dass wir das einfach wieder verbessern, sodass wir einfach kompakter sind auch. Willi Ebersberger. Wer war denn die vergangene Woche mehr gefordert? Der Trainer Frank Kramer oder der Pädagoge, Psychologe Frank Kramer? Oder war es die gesunde Mischung? Wie immer die gesunde Mischung. Ja, also ein Trainer kann sich ja von der Psychologie und Pädagogik ja nie ganz frei sprechen. Ja, wenn es gut läuft, dann muss man immer den Dreh dazu finden, dass man dieses Selbstbewusstsein nicht überschäumen lässt, ja, sondern dass man trotzdem konzentriert arbeitet, und wenn es nicht so gut läuft, ja, dann muss man eben bei der konzentrierten Arbeit versuchen, eben Erfolgserlebnisse auch zu vermitteln und auch zu haben, und genau das haben wir auch gemacht und eben, wie gesagt, sehr stark auf diese Aufgaben hin gestrafft, das Ganze, weil dadurch bekommt man natürlich auch Sicherheit, wenn man merkt, hey, das, was wir da machen, das bringe ich jetzt auch entsprechend aufs Feld, und dadurch bin ich ein wichtiges Puzzlestein innerhalb des Mannschaftsgefüges. Also ich denke, das kann man nicht, man kann nicht da so switchen. Einmal bin ich nur der Trainer und einmal bin ich nur derjenige, der dann auch vielleicht hinter die Fassade mal ein bisschen blickt, sondern das macht man eigentlich permanent. Dieser Austausch ist natürlich auch permanent wichtig, weil was würden sich die Spieler denken, wenn nur wenn es schlecht läuft, geht man auf sie zu, und nur und wenn es gut läuft, dann überlässt man sie sich selbst. Das würde einem niemand abnehmen, ja, zu Recht auch. Gegen Ingolstadt haben sie ja den Mudrinski gebracht. Der hat ja, sag ich mal, auf alle Fälle in der Zeit, in der er gespielt hat, mehr für Wirbel gesorgt als die Sturm oder der Sturm vorher. Ist er jetzt eine feste Option für die Stadtelf? Ja, ist er natürlich. Das haben wir ja auch immer wieder betont, dass es eben daran liegt, dass er natürlich im körperlichen Bereich, im athletischen Bereich immer noch ein bisschen Nachholbedarf hat, dass das natürlich von Woche zu Woche besser wird und dass er da die Robustheit auch über eine längere Zeit dann auch für die Mannschaft einbringen kann. Das ist auch klar. Ja, also deswegen, natürlich ist er inzwischen jetzt einfach eine Option, ist ganz klar. Noch Fragen in der Runde? Madden. Darauf hast du gewartet, ne? Wie sieht denn so ein Matchplan aus in Aue, wenn man sagt, über einen Kampf ins Spiel finden, von Anfang an draufbrummen und dagegen halten oder erstmal Selbstsicherheit gewinnen und abwarten? Also nach einer starken Mannschaft. Also, man muss immer aktiv sein. Kommt halt immer darauf an, wo man dann draufbrummt. Ja, also, wir wollen immer aktiv sein, das haben wir ja jetzt auch über die ganze Saison eigentlich so gehalten, und das wollen wir natürlich da auch beibehalten. Ja, das ist klar, dass wir den Gegner schon auch beschäftigen wollen, dass wir ihn entsprechend anlaufen wollen, auch so, dass wir Balleroberungen erzwingen, und das werden wir da auch beibehalten. Also unsere Mannschaft ist keine Truppe, wo man sagt, so jetzt rund um eigenen 16er, und dann schauen wir mal, wie wir dann nach vorne kommen. Sondern die Spielidee, die bleibt erhalten, und wird angepasst auf den jeweiligen Gegner. Wir müssen natürlich sehr kompakt auftreten. Wir müssen schon auch immer in der Lage sein, einem zu helfen, der vielleicht einmal einen Zweikampf auch verliert, weil auch das ist normal. Ja, und dafür müssen innerhalb der Mannschaftsteile und auch zwischen den Mannschaftsteilen natürlich die Abstände entsprechend gering sein, wenn es möglich ist. Ja, die Frage war jetzt deswegen, weil nach dem letzten Spiel ist man doch ein bisschen verunsicherer als Spieler vielleicht, dann fängst du am Anfang gleich wieder das Draufschieben an, die ersten 5 Pässe gehen in die Hose und dann fängt man wieder das Denken an. Deswegen die Frage, dass man vielleicht etwas dosierter anfängt und den leichten Pass spielt. Oh. Frage ist, ob man in Aue ein leichtes Passspiel erzwingen kann. Also, ja. Ja, das ist ja auch so, man wird da ja permanent in Zweikämpfe verwickelt. So, und wir,
man muss dann halt die Lösung entsprechend wählen und wir müssen da halt präziser sein, als wir das im letzten Spiel waren, ganz klar. Also wir müssen die Ballverluste minimieren, aber in unserer Vorgehensweise minimieren. Ibrahim. Ja, Herr Kramer, die Mannschaft war nach der Niederlage sicher niedergeschlagen. Wie haben Sie denn im Verlauf der Woche die Mannschaft wahrgenommen? Also haben Sie da irgendwie eine Trotzreaktion wahrgenommen? Wie sieht es in den Spielern aus? Was beobachten Sie? Das sind natürlich zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, wie es in den Spielern aussieht, das wissen eigentlich nur die Spieler selbst. Ja, und ob sie einem das so wiedergeben, da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ist beim einen oder anderen auch dahinter zu schauen. Entscheidend ist, dass die Mannschaft sich sehr selbstkritisch auch mit ihrem Spiel auch auseinandergesetzt hat und auch mit den Abläufen, mit den Vorgängen, die wir eben hatten. Und dass es natürlich ein bisschen unruhiger ist und man nicht so wohlwollend auch als Spieler über bestimmte Dinge hinweggeht, das ist dann auch klar. Ne? Man wird dann ein bisschen kritischer, sich selbst gegenüber, dem Nächsten gegenüber und der Mannschaft insgesamt. Und das ist auch wichtig so, weil dann kann man wieder gemeinsam in eine Richtung gehen. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen bereinigend. Ja, und dieses Gefühl hatte man während der Woche. Martin? Sie reden immer von Aue, Sie, Herr Schröder, auch, dass das so eine, dass da so viel Kampf erwartet wird. Jetzt wissen wir alle, dass im Wanderzirkus Fußball alle 2 Jahre da neue Spieler auf dem Platz stehen, der Trainer auch öfter mal wechselt und trotzdem gibt es diesen Mythos Aue, vielleicht auch an Sie, Herr Schröder. Ja, also so groß ist die Fluktuation jetzt nicht beim Erzgebirge Aue, aber es ist halt schon so, dass es da auch die Spieler natürlich auch gewissermaßen zum Teil auch danach rausgesucht werden, ja, dass ein gewisser Charakter auch da ist. Ich glaube schon auch, dass sich Spieler, die auch eine hohe Qualität an Technik haben, trotzdem auch immer wieder mitbekommen, was das Umfeld, was da auch gefragt ist. Ich glaube, das ist legitim und das ist auch richtig gut. Ich meine, das ist ja auch irgendwo in all den Jahren, auch gerade im Abstiegskampf, gefragt. Du weißt immer, wo Aue dann auch, sag ich mal, zum Schluss unten gestanden ist, ja, wusste man immer, dass der Verein an sich das Ganze auch gelebt hat und oder lebt. Und ich glaube, dass von dahingehend ja, kriegt man das definitiv mit, dass man zuerst auch erstmal kämpfen muss und dementsprechend über den Zweikampf ins Spiel kommen. Und ich meine, das ist nichts Verbotenes, das gehört dazu. Und das ist auch wichtig im Fußball. Und von daher ist es ein ganz normaler Umstand, den ich persönlich, weil ich selber ein Typ Auerspieler war, sagen wir auch mehr über das Rustikale und über das Kämpferische kam, ja, kann ich mich da absolut mit identifizieren. Also das ist halt einfach, was dazugehört. Nur mit Technikern wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben. Ja, wobei sie es schon gewandelt hat. Also sehr aufmerksam von Ihnen. Ja, es hat sich so ein bisschen gewandelt, wenn man jetzt die Aue, ja, wenn man die beobachtet dieses Jahr, es ist schon so, die spielen Fußball. Ne? Also es ist nicht diesen Mythos, ja, die nehmen den Ball, schmettern ihn irgendwo hin und dann plötzlich sind dann wieder ein paar da, die dann da mit aller Wucht und was versuchen zum Tor durchzudrücken. Das ist nicht das Aue von diesem Jahr, sondern die spielen einen richtig gepflegten Fußball, ja, versuchen auch Kombinationen zu spielen, haben da sehr bewegliche Leute in der Offensive, ja, ob das Silvestre ganz vorne drin ist, ob das ein Benatelli im Moment dahinter ist, ob das ein Kocha ist oder ein Jancic, den sie jetzt von wen geholt haben, das sind alles Fußballer. Ne? Also da auch ein Fink im Zentrum, das ist keiner, der sich nur über Kopfballduelle definiert, sondern es ist einer, der sehr überlegte Bälle auch spielt. Ja, und deswegen muss man schon sagen, dass das auch so ein bisschen modernisiert wurde über die Spielertypen, die da geholt wurden. Also es ist schon, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da ein ganz einfacher Fußball gespielt wird, sondern das ist wirklich auch Fußball, der gerade in der Offensive schon auch technisch geprägt ist und das machen sie wirklich gut. Und das sieht man auch, Aue hat von 6 Heimspielen 4 gewonnen. Die gewinnst du nicht, indem du nur Bälle hoch vorne reinkloppst, sondern die sind schon in der Lage, auch mit spielerischen Mitteln einen Gegner ja, vor Probleme zu stellen. Und das machen sie gut. Natürlich mit der entsprechenden mit der Laufbereitschaft, ja, die muss ich auch haben, wenn ich den Ball flach habe. Und das machen sie gut und haben da, wie gesagt, schon die entsprechenden Erfolge auch eingefahren diese Saison. Das muss man schon wissen.
Und dass da das Publikum halt auch kommt, wenn die natürlich dann Rückeroberungen haben, im Gegenpressing erfolgreich sind und so weiter. Ja, das weiß man, weil das natürlich, das ist eben diese Mentalität, die da auch gerade angesprochen wurde. Haben wir damit alle Fragen beantwortet? Schön. Dann wünschen wir guten Appetit, einen schönen Feiertag morgen und bis Samstag.